Andere Betriebe, die, die können selber was nicht leisten und geben nur manche Dinge in Dienstleistung. Lackierbetriebe lassen sich selber lackieren, die geben es woanders hin. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man lässt sein Zeug beim Winterhalter schlachten, als Beispiel jetzt, und holt es wieder ab und vermarktet selber. Keine Ahnung, also weiß ich nicht, ob sowas möglich ist, dass man genau sich so regional aufstellt. Ich weiß noch, in der BSE-Krise stand jeder am Metzgertisch und hat geguckt, wo kommt mein Rind her. Wenn man wieder dahin zurückkommt, zu sagen, okay, ich will nur von dem und dem Hof meine Rinder, weil ich weiß, die werden gut gehalten oder keine Ahnung. Also ich habe den Schlachtbetrieb daheim und ich schlachte für viele andere Bauern. Ich habe auch Metzger eingestellt, anders wäre es nicht machbar. Die kommen von Schildach bis Gängerbach aus dem Elstal her, weil es gibt nichts. Im Moment im ganzen Kinzigtal gibt es wenige noch, die so jetzt das machen wie mir jetzt. Die müsste schon nach Offenburg oder, nee, Offenburg gibt es gar nicht mehr. Die müsste nach Bühl fahren zum Schlachthof oder halt zum Winterhalter oder so, wenn er es noch macht. Der muss auch die Kapazität haben. Und wenn das mehr genehmigt würde, wäre da bestimmt der eine oder andere auch bereit, wieder so Schlachthiesli bauen. Aber allein schon die Kosten, die Vorschriften sind halt immens. Aber das wäre ja genau der Punkt, wo ich gemeint habe mit dem Verknüpfen jetzt. Wenn man sagt, zwei Bauern unter einen Hut kriegen, es war bisher schwer und jetzt kann man miteinander reden. Vielleicht kann man da ja auch tatsächlich Synergien, ich weiß, es ist so ein Unternehmensberaterwort, was man nicht gern hören will, aber tatsächlich funktioniert es auch. Ich habe das jetzt erlebt in der Krise mit den gallischen Dörfern, dass man einfach versucht hat, Dinge aufzubauen, regional einfach zu sein. Vielleicht ist das auch ein Druckmittel, wo man sagen kann, okay, man entzieht der Regierung die Macht. Ich weiß es nicht. Man könnte Erzeugergemeinschaften gründen, aber das ist auch mal so ein Thema. Da muss auch wieder einer vorne stehen, muss wieder irgendwo die Preisverhandlungen dann führen und wenn da wieder die falsche Person dann vorne ist. Ja, da wäre das sofort wieder zum Funktionär, gell? Das mit den Erzeugergenossenschaften, das ist ein bisschen einfacher hingestellt, wie es tatsächlich ist, weil man muss halt dann auch eben mit Edeka oder Lidl oder die ganzen Konzerne, da wird dann verhandelt und da ist der Gewinnspanne oder dann wird man so kleinkalt und da wäre so immense Vorschriften, wie wir da regeln und wenn du da nicht erfüllst, was du erfüllen sollst, dann kommst du halt im Regal ganz unten rein oder mal irgendwo anders im Laden. Das ist einfach nicht so einfach, wie es hier halt dargestellt wird. Naja, ich versuche halt eine Lösung zu finden, dass es brutal schwer ist. Das verstehe ich schon, weil da hängt ja so viel dran. Ja, da in der Entscheidung, man muss ja Entscheidungen zurücknehmen, Gesetze zurücknehmen, man muss ja alles Mögliche wieder zurückregeln, sozusagen, was man gemacht hat, dass man konkurrenzfähig wird, dass sich überhaupt wieder lohnt, diese wahnsinnigen Aufwand. Also ich bewundere jeden, der das macht, weil ich persönlich könnte das, glaube ich, nicht. Das ist ja eine wahnsinnige Arbeit. Ich würde das auch gerne honorieren. Also ich versuche das im Freiamt, indem ich halt einfach sage, ich kaufe meine Erzeuger, aber ja, klar. Ja, ich denke, das wäre jetzt die Aufgabe unserer, also der nationalen Regierungen. Jedes Land, du kannst ja nicht ganz Europa in allen Bereichen miteinander vergleichen über einen Kamm scheren. Und ich glaube, das wäre das Allerwichtigste, dass unsere Regierung, also sofern es noch unsere Regierung ist, unsere Vertreter, dass die dafür sorgen, dass in unserem Bereich, also dass dann einfach nationale Lösungen wieder herbeigeführt werden, unabhängig von der EU. Man kann das unter dem Dach der EU weiterlaufen lassen, aber man muss auf spezielle Dinge eingehen können und sagen können, hey, alles andere machen wir mit, bei uns in Deutschland ist das und das und das nicht richtig. Wir sorgen dafür, dass die Landwirtschaft bei uns entsprechend wieder gestärkt wird. Und das sind unsere ersten Ansprechpartner, die gewählt wurden von uns. Und da sehe ich überhaupt nichts. Also da müsste dringend was passieren. Und ich hoffe, dass jetzt was in Bewegung kommt. Jetzt habe ich noch ganz kurz eine Frage zu den Subventionierungen, also zu den Subventionen, die ihr bekommt. Wenn ihr die wieder normal bekommt, wie davor auch, man macht jetzt alles wieder Stand von vor 5 Monaten, von mir aus. Wäre das dann in Ordnung? Weil für mich löst es ja das Problem nicht, dass ihr in der Abhängigkeit bleibt, in der Nichtplanungsfähigkeit, oder? Ihr, im Prinzip
müsste man ja, einer der wichtigen Schritte wäre, dass man die Einfuhr von den billigen Produkten verteuert, sodass ihr konkurrenzfähig werdet, oder? Also als allererstes brauchen wir hier in Deutschland auch einfach mal eine Herkunftskennzeichnung. Also wo kommen die Lebensmittel überhaupt her, was im Regal in Deutschland liegt. Dann werden schon mal viele Verbraucher sehen, okay, das kommt aus Deutschland, das kommt aus der EU überhaupt oder das kommt auch viel von Südamerika oder weiß ich aus welchen Ländern. Und das ist schon ein großes Problem, weil in Amerika oder Xinjiang, wo da sind auch Pestizide und Spritzmittel und Düngeverordnungen ganz anders wie in Deutschland. Ja, die Gemüse werden zum Beispiel, auch Biogemüse werden, wenn sie exportiert werden, aus Spanien radioaktiv bestrahlt. Also auch Biogemüse wird radioaktiv bestrahlt, sobald es exportiert wird. Okay, das wäre ein Punkt, Deklaration, aber wäre auch die Möglichkeit zu sagen, okay, man verteuert den Import sozusagen? Der Import zu verteuern, das liegt ja nicht in der deutschen Hand. Also die können ja nicht sagen, dann muss ja die Politik macht das sowieso nicht, dann muss es ja schon der Einzelhandel machen. Nee, mit der CO2-Steuer machen sie es ja jetzt. Alles, was importiert wird, kriegt eine CO2-Steuer drauf. Was wäre, wenn man eine Bauernsteuer drauf macht oder so? Also, soweit ich weiß, geht es schon. Das ist nur eine Frage, ob man es möchte. Die CO2-Steuer betrifft aber auch die ganze deutsche Betriebe. Also zum Beispiel, jetzt muss man immer sehen, die CO2-Steuer, das mit der Agrardieselrückvergütung oder auch die grüne Nummer, das ist ein Punkt, aber die CO2-Steuer, das sind über 80% Aufschlag. Das spiegelt sich nachher beim Kraftfuttereinkauf, beim Metzger, beim Viehhändler, bei allem wird es auch uns übergeben, die Preise. Also ich denke, das Grundproblem ist einfach, dass nach wie vor oder dass in den letzten Jahren diese komplette Abhängigkeit von Subventionen aufgebaut wurde. Also ja, solange die Landwirte an dem Tropf hängen und diese Subventionen unbedingt brauchen, dass sie weiter agieren können, das ist das Hauptproblem. Die Märkte müssen einfach anders geordnet werden, dass jeder wieder das Geld verdienen kann durch normale Geschäfte und dass er nicht abhängig ist von den Subventionen. Aber solange das der Fall ist, da wird jede Bewegung abgewürgt. Wenn du heute nicht spürst, du kriegst eine Subvention, im Jahr drauf wirst kontrolliert, dann wird wieder versucht, die Subvention zurückzuholen, weil du irgendwas nicht richtig gemacht hast. Diese Abhängigkeit, das ist das Problem, was die Bauern, das ist eigentlich inakzeptabel, sage ich mal, aber es ist leider in einem so hohen Grad gegeben, dass es ganz schwer ist, sich daraus zu befördern, wenn man nicht aussteigen will aus dem ganzen System. Ja. Also habt ihr eine konkrete Idee, wie das gehen kann? Ja, faire Erzeugerpreise halt. Also ganz klar, drumherum kommen wir nicht. Das muss für jeder Einzelne hier in Deutschland wieder teurer werden, die Lebensmittel. Dann können die Landwirte auch die Subventionen verzichten. Okay. Ich würde, wenn noch jemand Fragen hat, also... Es ist ja ganz schön kalt, gell? ja. Danke. Wir haben jetzt viel über die Preise gehört und Gestaltung und so, aber es geht doch in der Landwirtschaft ähnlich wie überhaupt im Mittelstand das Problem, dass die Überregelung, die wir haben, uns die Probleme macht. Es schafft ja eigentlich jeder gern. Aber mit diesen Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die wir inzwischen zum Arbeiten haben, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, ich komme aus einem anderen Bereich, aber ich habe vor 5 Jahren meinen Betrieb aufgegeben aus dem Vollen, weil ich mir gefragt habe, wofür schaffe ich eigentlich noch? Diese Gängelung des Staates, dieses Bevormunde, als ob ich der Blödste wäre, der hier rumläuft, der Staat meint immer, er muss noch seinen Senf dazugeben, und das verdirbt auch dann, dass wir Nachfolger finden in den Betrieben, weil die Jungen, die kommen, die sagen, das mache ich doch alles gar nicht mit.
Das ist nicht die Frage des Preises, sondern wir kriegen dann einen anderen Preis hin, wenn wir andere wirtschaften können. Das heißt, dann bleibt der Preis und wir können besser produzieren. Wenn wir nicht diesen ganzen Rattenschwanz an Büroarbeit haben, die zum Teil mehr Zeit kostet, wie ich nachher draußen brauche zum Arbeiten. Danke. Ja, man möchte halt das Geld, was man hat, dahin investieren, wo es sich lohnt und nicht dahin, wo wir gar nichts davon haben. Zum Beispiel, das ist meine Meinung. Wir haben auch fertig. Wir haben 464 Euro und jeder 50 Cent für ein Rind gekriegt im November. Das war unser letztes Rind, der vom Hof gekommen ist. Unser letztes Rind hat 464 Euro und 69 Cent gegeben, nachdem wir es 2,5 Jahre auf dem Hof gehabt haben. Wir haben den Tierarztbuch für 250 Euro. Das Rind hat 200, das Kälbchen hat 210 Euro gekostet, weil es eine Maststraße war. Wir haben noch Rinderhaltung zum Schluss gehalten. Ich bin 33 Jahre auf dem Hof verheiratet. Wir haben 70 Stück Großvieh, wo ich nachgekommen bin. Ich habe das mit Leib und Seele gemacht. Dort davor waren es 20 Kühe. Mein Mann war ein super Vollerwerb, also ein Vollerwerbsbetrieb, super Züchter. Wir haben Spaß gehabt damit. Wenn aufgehört. Er ist jetzt im Forstbereich tätig, da ist es genauso schwierig. Ja. Oha, oha. Was, es läuft eigentlich auf eine neue Regierung raus, oder? Gar keine. Also was auch ein großes Problem ist, wir deutsche Landwirte konkurrieren mit der ganzen Welt. Das heißt, in der Schweiz zum Beispiel ist es so, dass wenn es in der Schweiz eigene Erdbeere gibt, dann gibt es Importzölle auf ausländische Erdbeere und dann können einfach nur noch schweizerische Erdbeere verkauft werden, weil die anderen einfach zu teuer sind. Also man könnte das schon, es gäbe schon Möglichkeiten, das zu regulieren. Das Problem ist nur, bei uns müssen die Lebensmittel billig sein. Also bei der alten Römer war es schon so, Brot und Spiele. Also man will billige Lebensmittel, um das Volk bei Laune zu halten. Und was auch ein Punkt ist, wir machen Handelsabkommen mit zum Beispiel Südamerika, mit aller Welt, möchte unsere Maschine verkaufen und dafür müssen wir halt denen ihre Lebensmittel nehmen. Und das ist auch ein Problem, weil nur so, der Handel muss halt ausgeglichen sein und wir sind ein Industriestandort und eigentlich, will man uns Landwirte eigentlich gar nicht mehr, weil wir sind ein Industriestandort. Die Industriestandort in Deutschland wird aber genauso zurückgefahren wie die Landwirtschaft, also das spielt einem anderen nichts in die Karte. Das ist genauso schwierig für die. Also ich bin auch gegen weniger Regulationen und auch für weniger Demokratie. Und das Problem ist aber, dass wir als Menschen auch nicht so gut und weise und sonst was sind, dass wir ohne die tatsächlich gute Arbeit abliefern. Es gibt ja den Kapitalismus und egal ob in der Pflege oder auch natürlich in der Landwirtschaft oder wo auch immer, wird halt so produziert, dass ich so viel wie möglich hinterher in der Tasche habe. Und dann gucke ich nicht unbedingt 100%, ja, wenn es keine Vorschriften gibt, wie gehe ich mit Düngemitteln verantwortlich um oder wie pflege ich alte Leute so, dass es ihnen möglichst gut geht und so weiter. Also ich finde, wenn wir sagen, weg mit dem Staat, weg mit der Bürokratie, weg mit den Vorschriften, kann ich mir gut vorstellen, hier im Kapitalismus, was dabei rauskommt. Also natürlich gibt es Leute, die produzieren dann super und klasse und nach bestem Wissen und Gewissen, aber die meisten doch einfach gewinnorientiert. Und ja, ich finde, es ist ein bisschen zu easy zu sagen, weg mit allen Vorschriften. Ja, danke. Aber mit drei Viertel davon. Ja, stimme ich ganz sicher auch zu. Deswegen ist diese Frage nach dem, was kommt jetzt nach dem Protest, so wichtig, dass man einfach, ich kann mir vorstellen, dass manche ein Politiker, der das überhaupt nicht durchsteigt, wenn ich überlege, was das für Menschen sind, die gerade das regieren. Deswegen ist so wichtig, dass man versteht, in welcher Komplexität es ist. Ihr seid ja im Prinzip ein Rädchen.
wenn ihr sagt, ich gebe euch das Geld für eure Produkte und der, der es bezahlen muss, der hat das Geld nicht mehr, weil er genauso seine Abgaben leistet, dann haben wir irgendwann das Problem, dass Deutschland ausblutet, Industriestandort wird abgesägt. Das ist ja ein Riesenkonglomerat, wo man da in Bewegung bringen kann. Deswegen habe ich da auch gemeint, dass ich glaube, dass die Bewegung, die jetzt passiert, die Unzufriedenheit, die da ist, betrifft ja ganz, ganz viele Bereiche. Und ich glaube, wenn man an einer Schraube dreht, wird es gar nicht reichen. Ich glaube, da müssen ganz viele Dinge passieren, damit es fairer wird insgesamt für den Konsumenten als auch für deswegen den Produzenten. Deswegen stehen wir alle hier. Wir sind nicht nur Bauern. Wir stehen alle. Nicht nur Bauern. Deswegen müssen alle hier stehen. Ja, eben. Ja? Genau. Eben. Es ist ein allgemeines Problem. Ja. Und ich finde es aber gut, dass ihr das jetzt macht, weil ihr seid mit geframed. Ja? Man sagt nicht, die scheiß Bauern oder sowas oder die Schwurbler oder die weiße Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, sondern ihr habt ja ein konkretes Anliegen. Ja, das ist ein totales Problem. Ja? Dass es hier ja darum geht, dass man endlich mal etwas verändert, wo jeder was davon hat. Ja? Wir haben ja genauso was von dem Protest. Deswegen, also ich bin jetzt kein Landwirt, ich bin Psychologe. Ich habe auch was davon, wenn ihr auf die Straße geht, weil sich ja für mich meine Welt auch in meiner Unzufriedenheit verändern kann dadurch. Ja? Dass ich vom Staat auch gegängelt wird mit Bürokratie und weiß ich was, genauso wie ihr auch. Ja. Das Problem ist halt auch, der deutsche Staat will halt auch, wie soll man es jetzt sagen? Der deutsche Staat will eigentlich immer nur abkassieren, wenn man es so sieht. Wenn sie zu viel Geld ausgeben, dann überlegen sie wieder, wo können sie wieder Geld reinholen. Wenn jetzt ich daheim zu viel Geld ausgib, dann ist mein Verschulden, dann kriege ich es aber nirgends her. Dann muss ich auch gucken, wie ich über die Runde komme. Und die machen sich's einfach, die gehen dann an den Bürger und holen das Geld. Und das muss man unterbinden, dass das geht. Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin mit richtigen Volksvertretern gemeint habe. Dass ich nicht Geld ausgebe, das Gefühl, was ich hier habe, ist, dass der Staat Geld ausgibt, als ob es ihm nicht gehört, weil es ohne Ende Geld gibt. Und das ist das Problem. Jeder, der sein eigenes Geld hat, der muss mit seinem Geld wirtschaften. Ihr als Betriebe, ich auch, ich bin auch selbstständig. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, wie ich nicht habe. Und der Staat macht es aber. Und das ist, glaube ich, ein Problem der Personen, die da auch sitzen, die sagen, oh, 100 Millionen da dafür und 5 Milliarden da dafür, was soll's, dann holen wir es wieder bei Landwirten oder bei den Selbstständigen oder bei den Mittelständlern. Und deswegen finde ich es so gut, dass ihr da seid, auch diese Komplexität zu zeigen, dass es tatsächlich jeden Bereich betrifft. Es betrifft ja auch euch nicht nur beruflich, sondern auch privat dadurch. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Es geht jetzt nicht nur um, in Anführungszeichen, nur um den Diesel und die Kfz-Steuerbefreiung. Das sind zwei Punkte, die sind natürlich absolut wichtig für die Landwirte. Aber es geht, wie ich vorher gesagt habe, in allen Bereichen ist das ja so. Und die Leute müssen jetzt einfach so langsam aufwachen und erkennen, dass man, wenn einem was nicht passt, das auch sagen muss oder sich einmal irgendwo zeigen muss. Und das ist das, was, glaube ich, in den letzten Jahren komplett bei uns verlernt wurde. Die Mentalität, die ich dann immer höre, ach, uns geht's doch noch gut, ach, sind wir doch zufrieden. Genau darauf bauen die ihre Arbeit auf, dass sie wissen, ach, der Deutsche lässt sich ja alles gefallen. Und das muss, da muss ich schon was passieren. Und ich glaube, es bringt dann auch nichts zu der Aussage jetzt von vorher, wir brauchen eine andere Regierung, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwas Besseres in den Hintergrund haben. Ja. Wenn wir es jetzt selber alle nachstehen und wir gucken, dass wir uns die Regierung, wo wir jetzt hin, in Richtung ziehen, dass es für alle passt. Ja, danke. Sehr gut. Ja. Tja, okay. Hat noch jemand einen Kommentar oder eine Frage? Also, viele kennen mich ja schon, was ja gerade bei den Preisen von den Lebensmitteln immer wieder vergessen ist, dass wir die Subventionen ja auch bezahlen. Wenn wir die Subventionen bezahlen über unsere Steuern, dann sind die ja auf den Lebensmittelpreisen mit drauf.
die sind immer so ein bisschen nicht gesehen. Wenn wir weniger Steuern zahlen müssten, hätten wir überhaupt keine Probleme mehr für die Lebensmittel auszugeben. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Wir haben momentan eine viel zu hohe Staatsquote. Das heißt, der Staat kassiert viel zu viel Geld ab und verteilt nach seinem Gutdünken. Und dadurch entstehen Abhängigkeiten. Das ist das, was jetzt die Landwirte hier auch gerade merken. Sie sind immer abhängig vom Staat. Kriegen wir die Subventionen, kriegen wir die Zuschüsse, kriegen wir das, kriegen wir jenes. Das ist ein riesiges Problem, diese Abhängigkeit, und die ist schon über Jahrzehnte entstanden. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir anfangen müssen, dass die Abhängigkeiten wieder zurückgefahren werden. Dass man für sein Geld, für seine Arbeit richtiges Geld bekommt und dass das belohnt wird, was man tut. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Und meine Frage wäre jetzt mal an die Landwirte. Merkt man in der Landwirtschaft oder unter den Landwirten, dass diese Abhängigkeit wirklich ein Problem sein kann? Ich denke, grundsätzlich ist das ein Hauptproblem, auch psychisch, was für die Arbeit belastet. Wenn du weißt, ich muss einen Antrag stellen, ich brauche das Geld, ich muss unbedingt, dass ich über die Runde komme. Das sind solche Dinge, ich habe das auch 10 oder 12 Jahre so gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich habe da Anspruch drauf, das steht mir zu, das Geld, ich mache das. Aber das ist dann mal irgendwann so, ich sage mal, eskaliertes System, da kam dann irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, 2005 oder 2006, ein neues Antragsverfahren wurde da erfunden, Meilensteine der Agrarpolitik. Und dann musst du feststellen, dass ich jetzt per Satellit deinen Acker vermesse, und wenn du einen halben Meter zu viel umgepflügt hast, dann kriegst du hinterher wieder irgendeine Subvention, Striche, oder dann wird dir dann Strick draus gedreht. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, so, diese Abhängigkeit, das halte ich so nicht mehr aus. Und deshalb haben wir dann einfach beschlossen, diese Anträge zurückzuschicken und zu sagen, behaltet euer Geld, dann machen wir das in Zukunft so, wie wir das für richtig halten. Das ist so, Freiheit kostet Geld, aber wir konnten jetzt zum Glück in unserem Bereich das bisher immer so gestalten, dass wir leben können davon. Und das ist das, was wir eigentlich wollten. Wir wollten uns selber so verwirklichen, dass uns nicht ständig irgendein Sesselfurzer irgendwo reinspricht und sagt, ihr habt zu wenig Blumen auf der Wiese, ihr müsst Geld zurückkommen und weiß ich. Da war einfach mal irgendwann Ende. So viel zur Abhängigkeit. Also dann, wenn es keine Wortmeldungen oder Fragen mehr gibt. Also ich möchte mal probieren, ganz spontan was zu sagen. Also ich komme aus der Landwirtschaft, aus Nordrhein-Westfalen, lebe jetzt seit über 30 Jahren hier. Und habe, ich weiß nicht, wie es geht so? Oder so? So besser? Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus dem normalen mittelständischen landwirtschaftlichen Betrieb und habe von Kind an beobachtet, was in der Landwirtschaft passiert. Das ist ein Milchviehbetrieb, ganz normal. Ja, und dann kam diese Corona-Zeit und es war eigentlich irgendwann mal klar, worauf das hinauslaufen soll, die ganze Geschichte. Wir haben angefangen in St. Peter auch mit den gallischen Dörfern, du hast es vorher gesagt, mit dem Hintergrund, dass wir uns selbstständig machen und wieder die Regionalität fördern. Was ich erlebt habe jetzt über die letzten 3 Jahre, wie soll ich das sagen, ohne dass es gemein ist, ist die der Phlegmatismus der Menschen. Wir waren in unserer Gruppe am Anfang 46 Leute, die dabei waren und möchten was Neues aufbauen. Mittlerweile sind wir aktiv so irgendwie 8 bis 10. Wir haben einen Verein gegründet mit dem Hintergrund, einen alternativen Dorfladen zu betreiben, wo es auch darum geht, dass man auch tauscht und einfach neue Strukturen aufbaut. Wir haben die ganzen Regulatorien, also wir sind seit einem Jahr dabei, haben jetzt aktuell endlich eine Steuernummer, weil das müssen wir ja noch, damit wir es betreiben können.
Ich habe letztes Jahr die Landwirte angeschrieben und die Landfrauen mit der Bitte, dass man sich zusammenschließt, um von den Produkten der Landwirtschaft Neues zu produzieren und eben über diesen Laden oder untereinander zu vermarkten. Es hat sich nicht eine zurückgemeldet, nicht eine. Wir haben zweimal Treffen angesetzt, es kam keiner. Und was ich immer wieder höre, ist, der Staat muss das machen. Der Staat sind wir. Ja, jeder von uns ist Staat und wir können unsere Verantwortung abgeben, natürlich, und schreien, wir brauchen eine neue Regierung oder sonst irgendwas, oder wir können selber tun. Und solange wie wir nicht selber tun, wird sich in diesem Land nichts verändern. So viel auch zu der, der Demo. So viel auch zu der Demo, liebe Landwirte. Wir müssen gemeinsam was ändern und wir dürfen nicht diese Schiene fahren, das habe ich bei uns im Dorf ganz stark erlebt, also ich bin von Anfang an auf die Straße, habe sehr viel Widerstand gehabt und auch im Bereich der Landwirtschaft natürlich, die Landwirte, da gab es kaum jemand auf meiner Seite. Und wir müssen aufhören, uns zu teilen zu lassen, spalten zu lassen mit Querdenker und Schwurbler und weiß der Geier, was alles kommt. Wir möchten gemeinsam und wir, also gallische Dörfer, Querdenker, was weiß ich, was da in der Zeitung steht, möchten das. Das ist ein Anliegen, dass wir gemeinsam gehen. Und erst dann, wenn wir das schaffen, ja, dass wir uns als Menschen sehen und nicht als irgendwelche Gruppierungen, die irgendwie eingesortiert werden, wenn wir uns als Menschen sehen, die gemeinsam neue Wege gehen, dann finden wir neue Lösungen und dann können wir uns wieder zusammentun und gemeinsam die Tiere, wer hat es vorher gesagt, wie wenig Geld es gibt für so ein Tier? Ja, also ich weiß das, ich kenne das. Und ich kann bei meiner Familie zu Hause fast nicht mehr in den Stall gehen, weil ich das ganz furchtbar finde, was da passiert ist über die letzten 30 Jahre. Ja, wenn wir ein Tier, also die, in den Ausbildungen der Landwirte ist ein Ausbildungsfach Tierproduktion. Ja, wir produzieren nicht, wir gehen achtsam mit den Tieren um, so wie wir auch möchten, achtsam mit uns umzugehen. Wenn sowas in der Schule ist, dann kann man sich vorstellen, wie die jungen Menschen, was die für eine Haltung haben zu einem Tier. Ja, und wir dürfen nicht ein Tier für ein paar Euro 50, das geht überhaupt gar nicht. Es ist einfach ein Lebewesen, was sich uns zur Verfügung stellt, damit wir was zu essen haben. Genau, dann lieber verzichten. Aber wir machen ja über Veganismus dasselbe mit den Pflanzen. Also das ist egal, wir gehen immer in die Ausbeutung. Also wir müssen lernen, achtsam zu sein und im Kleinen das vor Ort zu produzieren, was wir vor Ort brauchen und nicht mehr. Und das gemeinsam. Und dann können wir, so wie es ja schon mal war früher, wir können gemeinsam unsere Produkte herstellen, die wir für das Essen in der Region brauchen und den Rest braucht man nicht. Und dann können wir auch alle überleben. Aber zusammenhalten ist das Thema. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist genau das, was ich mit der Eingangsrede versucht habe, auch zu sagen, dass wir das Volk sind. Das sagen wir schon lange. Bisher hat man es halt immer gesagt, wenn wir das sagen, sind wir rechtsradikal oder sowas. Wir wollten eigentlich schon immer zusammenstehen und irgendeine Lösung gemeinsam finden und jede Meinung berücksichtigen. Und ich finde dieses regionale Aufstellen, finde ich persönlich eine super Sache. Ich finde es toll, dass ihr euch zusammenfindet. Und für mich ist deswegen auch so wichtig, dass man nicht nur auf die Straße geht, sondern sich auch überlegt, wie kann man zusammen diesen Weg auch weitergehen. Vielen Dank für den Kommentar. Wir sind das Volk. Ja? Das gab ein Sänger in der Corona-Krise, der hat es tatsächlich als Lied gesungen, und wir sind das Volk. Wir sind auch die Regierung, wir haben nur Volksvertreter, die das machen. Ich bin ja Traumatherapeut und ich weiß, Menschen sind träge und der Mensch bewegt sich immer erst zu einer Veränderung, wenn es nicht mehr anders geht. Das ist einfach die Natur des Menschen und ich hoffe, dass wir diesen Impuls jetzt aufnehmen können und sagen, okay, es geht uns alle auch an. Bauern ist unsere Nahrung. Wir haben aber, jeder ist irgendwie auch ein Stück weit beteiligt und dass wir einfach gemeinsam diese Veränderung anstreben.
und versuchen unsere Bauern da zu unterstützen und mit dieser Unterstützung wir uns auch unterstützen und wir diesen Weg gehen. Das wäre mein Vorschlag. Stimmt ihr da ein? Und wieder mehr, ich habe angefangen, seit 2 Jahren wieder viel, viel nachhaltiger zu sein, Dinge zu reparieren, nicht alles wegzuschmeißen, wieder mehr Wertschätzung den Dingen entgegenzubringen. Ich war schockiert, dass das Rind zum Schlachten teurer war, wie es eigentlich verkauft wurde. Aber ja, dann möchte ich mich jetzt bedanken für das zahlreiche Kommen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Vielen Dank für die Bauern, die hier waren und dastehen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir einen gemeinsamen Weg finden, diese Gräben, die die Regierung auch in den letzten 3 Jahren gemacht hat, mit Abstand und Sozialtrennung. Das hat ja auch nur dazu geführt, dass man nicht mehr ins Gespräch gekommen ist. Und ich finde es wichtig, dass wir wieder miteinander reden, miteinander arbeiten und Dinge wieder miteinander auf den Weg bringen. Und ich glaube, der Deutsche ist, und ich glaube, das ist auch das, was vielen auf der Welt immer Angst gemacht hat. Wir sind sehr zielstrebig. Das haben wir leider negativ 2-mal bewiesen. Und ich würde mich freuen, wenn ich zu meiner Lebzeit noch es erleben würde, dass wir positiv so zielstrebig sind und wieder zusammenstehen und das Heft in die Hand nehmen und es rumdrehen. Also vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank.